Ja, hallo Leute, willkommen zu meinem ersten Bra Review. Und wie ihr wahrscheinlich im Titel schon lesen könnt, es geht heute um Sam. Ja, er ist nicht gerade so bekannt bei den meisten, glaube ich. Und ja, deswegen mache ich jetzt mein Review von ihm. In der Verpackung steht sogar das, wo ist es? Hier auf Deutsch. Und da unten auch. Ja, Sam. So sieht er aus. Er hat auch eine kleine Blässe. Und es ist kein traditioneller. Und wenn es einer wäre, dann wäre er sehr klein für ein traditionelles Brier. Ich weiß aber gerade irgendwie selbst nicht, was für ein Brier ist. Ich zeige euch mal die Verpackung. Bei den traditionellen steht hier immer, dass sie traditionell sind, aber hier steht etwas anderes. Also ja, aber er ist sehr klein. Und sieht eigentlich sehr schön aus. Ich finde nur etwas Blödes, aber die meisten Brands eigentlich haben. Das hier ist erst, also er läuft ja. Hier ist erst so seine Mähne. Und dann ist hier gar nichts. Da war ein Schild dran, aber ich weiß gar nicht, wo ich das hingetan habe. Das ist da gar nichts. Und dann geht hier die Mähne weiter. Das hasse ich irgendwie einfach an denen. Er hat einen, was mich auch ein bisschen an ihm stört, ist sein kleiner Schweif. Der ist irgendwie zu klein für ihn. Ich weiß auch nicht, der ist irgendwie zu klein. Aber sonst ist er eigentlich relativ schön. Also ja. Er sieht jetzt im Video wahrscheinlich ein bisschen rot aus, aber so rot ist er eigentlich gar nicht, wie er hier im Video aussieht. Er ist eher so schokoladenbraun. Ja, er hat keine blauen Augen leider. Aber seine Augen sind trotzdem schön. Ich finde ihn eigentlich relativ schön. Also ich kann nichts weiteres dazu sagen. Hier ist circa unter mit eine goldene Unterschrift vom Reiter. Und ja. Er ist so etwas klein, aber eigentlich richtig schön. Und hier, also er hat hier einmal. Seine Beine sind sehr dünn. Der hat ein schwarzes Bein. Nein, schwarzes Bein. Und auf der anderen Seite hat er weißes Bein. Weißes Bein. Ja, und was bei dem Brian eigentlich sehr auffällig ist, ist, wenn hier jetzt das Bein weiß ist, ist auch die Hufe hell. Wenn hier ist das Bein ja schwarz, da ist auch die Hufe schwarz. Also auf einer Seite sind beide Hufen schwarz, also beide Beine, und auf der anderen Seite sind beide weiß und die Hufen hell. Und er hat hier so ein Bein, wo vorne da, also so, dass es so aussieht, als würde er laufen. Und ja, mehr kann ich zu ihm eigentlich gar nicht sagen. Er zerkratzt ein bisschen schnell. Also er hat bei mir schon so manche Kratzer wieder. Oder wo hat er denn noch welche? Also er hat schon bei mir ein paar Kratzer, er zerkratzt wirklich schnell. Und da glaube ich sogar eine Beule. Da. Dieses da. Das da. Und ja, er zerkratzt wirklich schnell und also er geht schnell kaputt. Ansonsten ist es eigentlich sehr schön und ja. Und auch wenn er so in der Kamera so rot aussieht, er ist eigentlich eher schokoladenbraun. Das war dann eigentlich auch mein erstes Brier Review. Wenn ihr irgendwas habt, das ich verbessern könnte an meinen Reviews, dann schreibt es in die Kommentare. Tschüss, Leute!